Sexmagasinet går konkurs. Salget av pornofilmer har gått dramatisk ned. Det selges mindre sexleketøy, bordellene og de prostituerte taper penger. De store sexmessene har sterk nedgang i antall besøkende. Den tyske sexbransjen fortviler over tapte euro. Ja, vi har høyere i fryer på samtlige foranstaltninger i Østerrike og Deutschland væsentlig mindre besøker gehabt vi forgangene år, og det er overhovedet de forgangene år. Det var en snitt 10-20-30% mindre besøker. Klubbene presser grenser for å trekke publikum, samtidig som prisene settes ned. Prostituerte byr seg fram på billigsalg, og de store aktørene klarer seg gjennom krisen. Ich denke mal schon, es ist ja doch ein recht krisensicheres Business und ich denke, das wird uns erhalten bleiben und ich glaube auch, wenn sich alles erholt, so wie es ja im Moment hier in Deutschland aussieht, wird auch sich diese Branche wieder erholen. Vanessa Rahm er sjef på Tysklands største bordell Artemis i Berlin. 4000 kvadratmeter med over 50 kunderom og tilstøtende fasiliteter. Innredningen oser av luksus og i kulissene jobber en stor organisasjon. Also wir haben die 50 Festangestellten für Tresen, Rezeption, Bar, Küche und Reinigungsbereich. Dazu zuzüglich noch Security, die wir auch rund die Uhr im Haus haben. Also es ist doch ein recht großer Betrieb und ein recht großes Unternehmen. Wir haben ungefähr zwischen 70 und 110 Frauen täglich, die hier in zwei Schichtsystemen arbeiten. 23-årige Safina jobber på Artemis. Hun sier hun trives i jobben. Ich habe nach meiner Ausbildung angefangen. Ich wollte das schnelle Geld, hatte Freunde, die Geld hatten. Und damit habe ich dann auch angefangen. Also ich denke, für Frauen ist es einer der besten Plätze zu arbeiten. Man ist selbstständig, man kann selber entscheiden, was man machen möchte, was man nicht machen möchte. Man hat seine Freiheiten, man hat seine Regeln. Ich glaube, das ist alles sehr gut organisiert. Men selv de store bordellene og de prostituerte taper penger. Folk er mer forsiktig enn tidligere. Dieser Berufszweig ist sicherlich einer, der noch relativ stabil bleibt, aber auch wir hatten Einbußen, würde ich schon mal sagen, von 5-8%. Das heißt, die Mädels haben sich auch zum Teil beschwert, die Gäste gehen, wenn überhaupt, nur noch einmal oder zweimal aufs Zimmer, nicht öfter, denn vielleicht auch nur normaler Service oder auch nur eine halbe Stunde. Also irgendwo wurde selbst hier ein bisschen versucht, natürlich das Geld einzusparen. Salget av pornofilmer har kollapset. Omsetningen av porno på nett har stagnert. Wendy Sommer er en av Mellom-Europas mest kjente pornostjerner. Både hun og hennes produksjonsselskap sliter. I'm doing pornographic things and also soft erotic things in Holland, Germany, Belgium. Yeah. Where they ask me, then I go. Selv om hun har mange år bak seg i bransjen, jobber Wendy med nye prosjekter. Hun er 41 år og synes ikke det er så lett lenger. Now it's more difficult, but you must work harder for the same money. They want more for less money. But yeah, you can go for it, but I don't go for it. I have my prices and when they don't want to pay it, it's their problem. Det er et eller annet med sex som folk bare må ha, for å si det sånn. Tyskland begynner å få bukt med arbeidsløsheten, og messegeneralen, han ser lysere på fremtiden. De nächsten zwei Monate messen werden, glaube ich, wieder so verlaufen wie in den vergangenen Jahren. Og så en omsvermet pornostjerne, tror det ordner seg om ikke så lenge. It will be easier, yeah. It's like 2 years, then it's okay, I think.